Hello guys. Yeah. This is the English part of this video. Yeah. This is my English. Oh yeah. Yeah. Here is Richard. And I make this English part from this video. Also, enjoy the video and I'm give back to Asgard. So, ja, nach dieser tollen Begrüßung mache ich jetzt weiter. Ich habe, glaube ich, mal die letzten zwei Tage nicht aufgenommen. Und ja. Und also ich hoffe jetzt mal, dass ich nicht zu leise bin oder sowas. Oder hier nichts zu laut, weil ich habe es geschafft, das Rauschen wegzubekommen. Und zwar, ich kann auch mal sagen, woran es lag. Und zwar, ich hatte so eine Mikrofonverstärkung von 20 Dezibel. Und an sich, das war so gesehen über diesem über einem bestimmten Limit. Und als das Limit überstiegen hat, hat es angefangen zu rauschen. Und da ich noch keine Ahnung habe, wo ich den Rauschfilter bei meiner Soundkarte aktivieren kann, habe ich es einfach rausgenommen und einfach die Mikrofonlautstärke auf 100% getan. Ja. Also ich hoffe, es ist nicht zu laut oder zu leise oder was auch immer. Auf jeden Fall, wir sind stehen geblieben. Wir waren in der letzten Folge, haben wir mit Cavalon geredet, der die Goblins hier wieder getötet hat. Was hat denn der denn? Ach, der hat seinen Stock in der Hand. Okay. Ja. Wir waren auf jeden Fall auf dem Weg zur Stadt. Und dann solltet ihr euch fragen, wieso kommentiert ihr so komisch? Ja, wie gesagt, ich habe zwei Tage nicht aufgenommen und sowas, also ich habe auch die letzten, oh, ich muss meinen Timer anschalten, habe ich vergessen. Oh ja, und ich denke mal, ich werde jetzt die Videos ungefähr 18 Minuten lang machen oder so, halte ich mich nicht an meine 15 Minuten, weil einfach, ich habe die ersten drei Folgen einfach ziemlich überzogen und, oh ja, und Leute, guckt euch doch bitte die ersten drei Folgen an, selbst mit Rauschen. Weil wäre gut, wenn ihr es macht. Dann wäre ich ganz froh. Und das, oh, das, hey, wo kommst du denn her, hä? Ich komme von deiner Mutter. Nein. Nein, ich komme aus den Bergen. Ich komme aus den Bergen. Genau, du kommst aus den Bergen. Und das ist schlecht für dich. Oh Gott, was ist das? Ganz schlecht. Du wirst gesucht, und zwar von einem ganzen Haufen übler Kerle. Oh mein Gott! Es gibt da jemanden, mit dem du unbedingt sprechen solltest. Folge mir. Nee, nee, nee. Wer sucht mich? Halb Korinnes ist hinter dir her, und du willst mir erzählen, du hättest keine Ahnung? Ah, verstehe. Du willst nur nicht mit mir darüber reden, hä? Na gut, deine Sache. Also, kommst du jetzt oder nicht? Er hat's erfasst. Natürlich. Ja, wir haben ein Problem. Einfach nur, weil unser guter Herr Charakter einen Fußfetisch hat. Nein, eigentlich nicht. Mit wem soll ich sprechen? Mit meinem Anführer. Er heißt Brago. Er kann dir alles besser erklären als ich. Ja, also, was ist? Gehen wir? Woher weiß ich, dass es keine Falle ist? Also so langsam reicht's mir mit dir. Wenn du meine Hilfe nicht willst, dann geh doch zur Stadt und lass dich einlochen. Genau. Du kommst jetzt mit oder du lässt es bleiben, klar? Ich nehme Letzteres. Langsam, Freundchen. Es hat schon mal einer versucht, mich reinzulegen. Ach, so ein Kerl hat mir vorgeschlagen, zusammen mit ihm ein Amulett zu holen und den Gewinn zu teilen. Als wir am Ziel angekommen waren, haben er und seine Freunde mich angegriffen. Klingt ganz so, als hättest du dich mit den falschen Leuten eingelassen. Wo war das? Oh ja, und solltet ihr fragen, was von wo das kommt? Das ist eine Situation aus Gothic 1. Die werde ich wahrscheinlich eventuell auch noch wenn ich Gothic 1 spiele, oder gesagt, wenn ich das play, dann werde ich das euch natürlich auch zeigen und alles. Das wird wahrscheinlich, das werde ich so oder so aus wahrscheinlich triggern, also von dem her. Ich war Sträfling in der Minenkolonie. Du kommst aus der Barriere? Mann, dann haben wir ja zusammengesessen. Ich kenne dich nicht.
Ich war Butler im alten Lager. Hab mit der ganzen Sache nicht viel zu tun gehabt. Ach so. Aber was jetzt viel wichtiger ist, du hast mächtigen Ärger. Irgendwer hat ein hübsches Sümmchen auf deinen Kopf ausgesetzt und der hat ein paar Zettel verteilt. Mit deiner Visage drauf. Wenn ich du wäre, dann würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Es gibt Leute bei uns, die würden für das Gold ihre Mutter umbringen. Ach was. Aber ich finde, wir Jungs aus der Strafkolonie müssen zusammenhalten. Dann sollte ich mich wohl jetzt besser bei dir bedanken. Geschenkt. Sieh lieber zu, dass du am Leben bleibst. Kann ich das Bild haben? Klar. Ist ja schließlich deine Visage drauf. Wer ist der Kerl, der das Kopfgeld zahlt? Das weiß ich nicht. Es gibt nur einen von uns, der ihn kennt. Und wer ist das? Ey, Mann, das kann ich dir nicht sagen. Du weißt doch, wie sowas läuft. 10 Goldstücke für den Namen des Kerls, der das Kopfgeld ausgesetzt hat. Ach, Mann, das kann ich echt nicht machen. Nun spuck schon aus. Oh, Mann. Na gut, Dexter ist sein Name. In der Nähe des Großbauern gibt es einen steilen Felsen. Da oben gibt es einen Wachturm und ein paar Minen. Irgendwo da hat er sein Versteck. Na bitte, hier hast du dein Gold. Und sag ihnen bloß nicht, wer dir das gesteckt hat. Vor allem würde ich das ihm sagen, dann würde ihm nur sagen, ja, ein Bandit hat ihm das gesagt. Weil er hat ja keinen normalen Namen, er heißt einfach nur Bandit. Bald wird es hier ziemlichen Ärger geben. Was ist los? Ein Typ namens Cavalorn kommt euch holen. Mist, der Typ hat überlebt. Ich bin weg. Verdammt, der ist zu schnell. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Nein, ich will den Wolf töten. Ha, ich habe die XP noch bekommen. Gut, jetzt stellt er sich dahin. Gibt's noch was Interessantes für mich? Du meinst über die Gegend hier? Wenn du am Leben bleiben willst, halte dich auf den Wegen. Je weiter du dich in die Wildnis begibst, desto gefährlicher wird es. Ach was. Geh lieber nicht in die Höhle hier oben. Meine Kollegen, die da sitzen, werden dir das Fell gerben. Und die verstehen was vom Kämpfen. Ach, der Text ist neu. Früher hat er immer gesagt, dass er einfach nicht nach oben gehen soll, weil die einen einfach umlegen. Und der hat nie was gesagt, dass er vom Kämpfen verstehen oder sowas. Meiner Meinung nach sind das einfach bloß Weichsocken. Weichsocken. Als hätte man die mit Weichspüler durchgewaschen. So, tun wir mal den Innos-Schrein hier. Ein bisschen plündern. Oh, ein Apfel. Some mighty Apfel. Innos-Statue. Und ich muss mal gucken, wie viel Gold habe ich denn dabei. Ich habe über 100. Okay. Schön, dann beten wir. Und, wobei, nein. Erstmal speichern. Der ein oder andere weiß wahrscheinlich schon, was ich hier mache. Beten. 100 Goldstücke. Okay, das geht am ersten Tag noch nicht. Schön. Oh, Schäfchen und eine Weide. Okay. Normalerweise sollte ich am Tag erst kommen, aber... Ja. Ich denke mal, ich gehe jetzt mal schlafen. Hier irgendwo. Was ist los? Wer hat dich denn eingeladen? Mach das...
Okay. Keine Almosen. Was hab ich um... Hey, Fremder! Ach. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Ach so. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Und jetzt soll ich noch fragen, wenn mich ein komisches Geräusch, ich muss mich an meinem Ohr kratzen und so. Ich kenne das Versteck der Banditen. Willst du sie etwa angreifen ohne mich? Es ist viel zu gefährlich. Ach so, ja. Außerdem muss ich hier auf meine Schafe aufpassen. Aber wenn du meinst, du kannst uns das Pack vom Hals schaffen, werden dir alle auf dem Hof dafür sehr dankbar sein. Klar, zuerst sagen, mit den Banditen haben sie kurz einen Prozess gemacht und dann einfach mal den Schwanz einziehen, wenn es hart auf hart kommt. Genau. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir hier nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Okay, wo finde ich Lobart? Wo finde ich Lobart? Na, auf dem Hof natürlich. Oh, der Hof gehört ihm. Und komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Mit seinen Fäusten. Nackt auf einem Bären sitzend. Wir kennen das schon. Es gibt so einen bösen Mann, der nennt sich Putin. Zum nächsten Morgen schlafen. Jetzt ist es 8 Uhr. Und ich kenne hier so ziemlich alle Verstecke und alles, was es hier so gibt, also fragt euch nicht, warum ich einfach mal irgendwo hingehe und irgendwelche Sachen mitnehme. Und das Zeug hier am Anfang kann man auch ziemlich gut brauchen, da die Bauern hier auf Loberts Hof, die brauchen das nicht, ne. Nehmen wir mal ein paar. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Oh oh. Ach, stimmt, der wird ja mit der Wolf getriggert. Kein Mistvieh weniger. Nein. Es gibt, also die Chance, dass man den Wolf töten kann, ist, soviel ich weiß, ziemlich niedrig. Also, denkt euch da nichts. Also, will ich mal, weiß mal nicht irgendwas mit einer Stärke von 100 hat. Er benutzt so eine Sichel, die macht so viel, ich weiß auch nur 7 Schaden, aber plus die Stärke one-hittet er so einen jungen Wolf einfach mal. So, Stärke plus 1. Oh ja, und das werde ich ungefähr jetzt jeden Tag machen. Einmal beten und dann Stärke plus 1. Das habe ich insgesamt 16 Stärke. 5 plus den Bonus des Gürtels und dann nochmal plus 1. Okay, das werde ich jetzt noch nicht machen. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich den Soundtrack von Gothic 2 einfach richtig toll finde? Den habe ich mir auch immer angehört, als ich noch Minecraft gespielt habe. Und nein, ich spiele jetzt auch kein Minecraft mehr. Und nein, ich würde auch nie im Leben anfangen, ein Let's Play davon zu machen. Denn wer spielt heutzutage noch freiwillig Minecraft? Außer irgendwelche Kleinkinder, die 10 Jahre alt sind oder sowas. Keine Ahnung. Ich spiele andere Sachen, wie Gothic 2. Warum so. Treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Oh, und was ich noch anmerken wollte, ich habe
im ersten Part gesehen, dass so ein Ladebildschirm und sowas meine FPS-Anzahlen sehen konnte, weil ich die eingeblendet habe, damit ich sehen kann, ob ich es aufnehme oder nicht. Naja, und lasst es einfach außer Acht. Das sieht man, wenn dann eh nur im Ladebildschirm kurz. So. Für die Bauern, für den König. Ne, ich verstehe das Ganze nicht so. Ich verstehe nicht. Was? Verarsch mich nicht, Junge! Ich will wissen, wo du stehst. Also, für wen bist du? Also, ich stehe ja jetzt hier auf seinem Land oder auf dem Land der Stadt. Also, ich bin ja eher mehr für... Ich bin für gar keine Partei, aber ich nehme mal für die Bauern. Für die Bauern? Ha! Ohne dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns noch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Paladine? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Wieso? Was hat er denn gemacht? Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Ona war der erste von ihnen. Oho, ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner... Hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Weil die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Ja, das ist die tolle Antwort nehmen. Ich soll Rüben ziehen? Willst du mich verarschen? Richtige Männerarbeit ist wohl nichts für so einen feinen Herrn, was? Mach, dass du aufs Feld kommst oder verschwinde von meinem Hof. Ich muss sagen, ich finde den Humor aus Gothic 2 eigentlich an sich den Humor aus Gothic einfach. Ich finde ihn super. Gefällt mir eigentlich einfach ziemlich. Teilweise ab und zu mal diese provokanten Antworten und alles. Oder mal diese sarkastischen, die witzigen oder was natürlich noch alles gibt, anderes gibt, also auf Antworten. Aber das werdet ihr alles sehen. So. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Klar. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Ich nehme das Gold. Gib mir 5 Goldmünzen. Hier. Und versauf nicht gleich alles auf einmal. 5 Gold. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kann sie nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Oh ja. Yeah. Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Leute aus dem neuen Lager. Was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Ach so, ja klar. Vor dir steht auch jemand aus so ehemaliger Sträfling, aber er weiß es zum Glück nicht. Sonst hätte er mich wahrscheinlich schon längst über den Haufen geschlagen. So denn. Weil dann wäre ich wahrscheinlich nur so ein fleischiger Haufen Brei. Fleischiger Brei, Haufenbrei oder so ein fleischiger. Ja. Oder so ein Fleischbreihaufen oder was auch immer. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht! Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Oh, seine Frau. Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll.
Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Und der Timer. Okay. Naja, gut. Ich denke mal, das war jetzt lang genug. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich mit Lobart weitersprechen. Also, Leute. Wie immer, bewertet den Part, je nachdem, ob es euch gefallen hat oder nicht. Kommentiert, was ihr kommentieren wollt. Oder kommentieren müsst. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie immer, packt es in die Kommentare. Lasst auch ein, ihr könnt auch ein Abo dalassen. Dann könnt ihr auch noch mehr von meinen wunderbaren Videos sehen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder mit Lobart sprechen.